Trading-Welt reagiert auf Tradermacher Gold, die Kaufgelegenheit. Darum geht es in diesem Video. Letzte Woche hat Tradermacher ein Video zum Thema Gold hochgeladen und ich möchte mit dir gemeinsam einmal die Chartanalyse durchgehen und meine Meinung dazu teilen, ob ich die Thesen vom Tradermacher stützen kann und ob es bei Gold nach meinem Empfinden tatsächlich eine Kaufgelegenheit gibt. Und wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib jetzt dran und ich empfehle dir auch auf jeden Fall noch einen Blick in die Videobeschreibung zu werfen, denn da findest du einen Download-Link zu einem kostenlosen CFD-Trading-Kurs und den würde ich dir auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen, wenn du noch am Anfang stehst. Ich zeige dir jetzt noch kurz das Intro und dann sehen wir uns nach dem Intro zurück und dann gehen wir gemeinsam die Chartanalyse durch. Bis gleich. So, dann lass uns doch die Chartanalyse von Gold einfach mal gemeinsam durchgehen. Und an dieser Stelle noch der allgemeine Disclaimer für dieses Video. Das ist natürlich keine Anlageberatung, sondern vielmehr eine Trading-Idee bzw. meine persönliche Meinung. Und ja, Trader, bitte auf eigene Gefahr, ganz klar. So, das muss an der Stelle einmal gesagt sein, auch wenn ich wahrscheinlich im Laufe dieses Videos noch eine eigene Position hier in Gold eröffnen werde, dennoch möchte ich das an dieser Stelle ganz klar betonen. So, dann lass uns diesen Chart doch mal auseinandernehmen. Ich befinde mich hier im MetaTrader 4, normalerweise im MetaTrader 5 unterwegs, ihr kennt es von mir, aber da habe ich Gold einfach nicht zur Verfügung, zumindest nicht auf dem Server, auf dem ich da gehostet bin und deshalb jetzt hier einfach die Alternative mit dem MetaTrader 4. Hier auch der Blanko-Chart, also der reine Candlestick-Chart und hier jetzt der Gold-Chart deutlich zu erkennen seit 2004 in einem stabilen und intakten Aufwärtstrend. Eine richtig schöne Rallye hingelegt bis dato. Aber seit 2011 befindet sich Gold tatsächlich in einer Korrektur und hat bisher den langfristigen Aufwärtstrend auch noch nicht wieder fortgesetzt. Aber aus charttechnischer Sicht gibt es da aktuell sehr, sehr markante Marken, die sich eventuell für einen Einstieg auf einen steigenden Kurs lohnen könnten. Und dazu hat, ja, wie ich schon eingangs erwähnt habe, der Tradermacher ein sehr interessantes Video veröffentlicht und die Chartanalyse habe ich mir natürlich auch wieder reingezogen, denn ich verfolge Tradermacher seit vielen Jahren. Ich habe zugegeben auch sehr, sehr viel von ihnen lernen dürfen und ja, an dieser Stelle auch auf jeden Fall auch mal ein großes Dankeschön. Muss ich ja einfach mal so sagen. Aber wir wollen jetzt trotzdem die Chartanalyse mal gemeinsam durchgehen und einmal reinhören, was der Tradermacher dazu zu sagen hat. Und deswegen schauen wir genau jetzt darauf. Aber es besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, dass wir die Tiefs jetzt gesehen haben. Ja, genau. Und hier spricht das halt in diesem Video an. Und da gehe ich tatsächlich persönlich selber auch von aus, dass wir hier die Tiefs gesehen haben. Denn ihr kennt sie bereits von mir. Es gibt die sogenannte Two-Point-Touch-Unterstützungslinie, die ich immer wieder sehr gerne verwende beim Traden. Und wenn wir jetzt hier mal auf Wochenchart-Basis nachschauen, dann können wir hier einfach diese Unterstützungslinie im unteren Bereich mal anlegen. Und dann sehen wir hier tatsächlich ein, ja, wunderbares steigendes Tief, hier der erste Touchpoint, der zweite Touchpoint und hier ist dann, ja, alle guten Dinge sind drei und hier prallt er gerade aktuell wieder wunderbar ab. Deshalb untermale ich hier auf jeden Fall schon mal die These vom Tradermacher, dass der Kurs hier wieder steigen könnte. So, dann lassen wir uns mal reinhören, was der gute Tradermacher noch zu sagen hat. Dieser Test der Trendlinie war ganz wichtig. Wir haben aber auf Wochenbasis bisher kein neues Tief gesehen. Das letzte hat also hier gehalten aus dem... Ja, genau. Er sagte schon, wir haben kein neues Tief gesehen. Und wenn wir jetzt hier die Unterstützungslinie tatsächlich einmal anlegen, dann sehen wir Folgendes. Wir haben hier eine Unterstützungslinie. Die wurde in der Vergangenheit öfter angetestet. Hier an diesem Punkt, hier an diesem Punkt und jetzt hier haben wir die untere Two-Point-Touch-Unterstützungslinie angetestet auf Wochenchart-Basis. Dann hat er jedoch oberhalb der Unterstützungslinie geschlossen, deutlich sichtbar. Also auch das absolut einwandfrei und fehlerfrei analysiert. Dezember 2017 und von hier aus können die Kurse steigen. Ganz konkret
Wir warten den Wochenschlusskurs ab. Sollte es hier eine positive Wochenkerze geben, die Kerze also sowohl grau sein, als auch oberhalb von 1250 bis 1200. Ja, 1250, 1255 sind hier die erwähnten Kaufmarken, die interessant sind. Und wir befinden uns aktuell bei 1259 Punkten. Und das ist letztendlich auch einer der Gründe, warum ich jetzt gleich selber eine eigene Position mal eröffnen werde hier im Gold-Chart. Eine relativ kleine, die werde ich dann aber halt längerfristig halten und vielleicht auch mit einem Take-Profit versehen. Ich werde mal schauen. Was auf jeden Fall noch interessant ist, die Chartanalyse geht natürlich für mein Empfinden auch noch ein bisschen weiter. Wenn wir jetzt hier nochmal in den Monatschart gucken, dann wird uns nämlich Folgendes auffallen, wobei wir das können wir auch hier im Wochenchart machen. Wir haben hier oben natürlich noch Hochpunkte. So, und wenn wir die jetzt mal verbinden, dann wird uns ganz schnell auffallen, dass wir hier eine wunderbare Dreiecksformation auch haben. Das heißt also, in einem stabilen Aufwärtstrend jetzt in einer Korrektur eine Dreiecksformation sollte eigentlich nach oben hin wieder verlassen werden. Das heißt, und das ist auch das, hat der Tradermacher auch angesprochen, ein noch sichereres Kaufsignal wäre oberhalb von etwa 1370 Zählern. Da könnte man sicherlich eine Long-Position eröffnen, aber jetzt hier mit Abprallen der Two-Point-Touch-Unterstützungslinie sieht das Ganze auch alles andere als verkehrt aus. Dann können wir auch nochmal das Fibonacci-Retracement auch nochmal dazu nehmen und das einfach über die letzte Abwärtsbewegung einmal rüberziehen. Und dann werden wir auch feststellen, wir sind tatsächlich exakt am 23.6er hier aktuell. Und diese Zone, da bündeln sich einfach wirklich mehrere Indikatoren und wir sehen es auch hier beim RSI, der war dann hier ganz klar im unterkauften Bereich mit Abschluss dieser Kerze und knickt jetzt gerade wieder leicht nach oben. All diese Indikatoren und diese kompletten Chartmuster sorgen dafür, dass ich mich der Analyse vom Tradermacher komplett anschließen darf oder kann. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier eine Goldposition tatsächlich eröffnen werde. So, dann wollen wir jetzt doch die Ordermaske bei unserem Broker mal gemeinsam durchgehen. Wir befinden uns hier bei Finmax und bevor wir den Trade letztendlich eingehen, schauen wir auch nochmal in die geschlossenen Positionen. Denn der Aute Jeppi, der hat mir in den vergangenen Tagen doch ziemlich gute Renditen beschert, will ich mal sagen. Wobei ich sagen muss, ich bin ein bisschen verärgert, ich habe den Take Profit eigentlich zu dich gesetzt. Also da hätte man noch mehr Milch aus der Kuh ziehen können, aber was soll's, wir wollen es nicht beklagen, die Renditen waren wunderbar. So, und jetzt haben wir hier den Goldpreis bereits aufgemacht, beziehungsweise den Goldchart und jetzt wollen wir einfach hier schnell mal eine Position eröffnen. Hebelwirkung werde ich auf 1 zu 100 stellen, einfach damit der Pip wird hier Pip-Wert an meisten Wert hat und bereit bin ich hier den Gewinn vom Audiepi einzusetzen. Das heißt also, wir gehen hier mit $1000 Investition in den Markt. Zum Thema Stop-Loss bitte die vorherigen Videos von mir anschauen, denn da gehe ich jetzt nicht nochmal wieder drauf ein. So, also $1000 bin ich bereit hier in Gold zu investieren. Den Take-Profit werde ich ganz, ganz nach hinten legen. Einfach aus dem Grund, das ist ein bisschen zu stabil, einfach aus dem Grund, dass ich den Trade hier wirklich jetzt einfach mal länger laufen lassen möchte. Es sei denn, ich komme irgendwann in die Bredouille und sage, okay, ich möchte den jetzt händisch glatt stellen. Das werde ich dann einfach sehen. Letztendlich zählt für mich immer, selbst wenn ich schon $10 im Plus bin, dann ist das schon Profit, dann ist das schon Gewinn und wann ich ihn dann letztendlich glatt stelle, das ist wirklich, das mache ich völlig nach meinem eigenen Empfinden. Aber jetzt werde ich die Kaufrichtung hier noch bestimmen. Ich klicke also einfach auf Kaufen. Die Investitionen, die ich bereit bin, hier zu tätigen, das sind halt $1000. Und dann brauche ich jetzt nur noch den Handel abschließen. Zack. Und wir befinden uns im Markt. Das ist schon alles.
können wir in die offenen Positionen gehen. Jetzt greift natürlich wieder der Spread, das ist immer das, was ich sage. Der Broker zieht jetzt erstmal automatisch die Gebühren ab. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal eine gewisse Range noch zurücklegen, damit wir in den Plus laufen. Und da bin ich aber doch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir hier allgemein ein wunderbares Chartbild hier jetzt gefunden haben auf Gold. Und wir können hier eine ganz weite Strecke zurücklegen, denn ich glaube, der Zwischen, also wo es ein bisschen schwierig werden könnte, ist tatsächlich hier so auf diesem Level. Ja, also das ist mal so ein markantes Zwischenziel, würde ich mal sagen. Und wenn euch solche Videos gefallen haben, auch wie ich jetzt hier tatsächlich live dann eine Position denn noch eröffnet habe, nachdem ich die Chartanalyse hier nochmal mit euch durchgegangen bin, dann gebt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Dann mache ich vielleicht auch mehrere von diesen Reaction-Videos einfach mal und werde dann meine Meinung einfach nochmal mit dazu einfließen lassen, wie ich hier momentan die Lage jetzt zum Gold sehe. Wie ich vor allen Dingen auch die Analysen von anderen Tradern hier auf YouTube finde. Ist ja auch mal ganz spannend und interessant, dem mal über die Schulter zu gucken, denke ich. So, und der Goldpreis steigt gerade schon, ich freue mich. Und dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr hier die zukünftigen Videos nicht mehr verpasst. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns Mittwoch zum nächsten Video zurück, denn ich werde ab Donnerstag im Urlaub sein. Und von daher machen wir Mittwoch nochmal hier eine schöne Handelssession und dann werden wir auch mal schauen, wie sich der Goldpreis bis dato entwickelt hat. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal, euer Chris vom Team Trading Welt.